Hallo liebe Fußballfreunde, meine Meinung von Erzgebirge Aue. Meine Meinung von Erzgebirge Aue, finde ich, die zweite Bundesliga war mal drin, aber kampflos. Deswegen ist auch Abstieg zweite Liga zur dritte Liga runter. So finde ich jedenfalls von Kampf, leider Gottes kampflos abgestiegen ist. Ich finde von Eckleberger Aue eigentlich hören eigentlich auch nicht dritte Liga eigentlich auch nicht rein. So leid getut. Eigentlich Eckleberger Aue Regionalliga Zwangabstieg von Regionalliga runter. Erstmal neu aufbauen von diesem Verein. A, viel zu kleines Stadion. Alles viel zu klein. Müssen neu aufbauen. Alles neu. Eigentlich direkt, eigentlich dieser Hop, eigentlich Erzgebirge Aue muss ein Grin sein, das helfen kann. Erzgebirge Aue brauchen echt viel Geld. Ich weiß nicht wie viel, aber extrem viel Geld brauchen von Erzgebirge Aue, neue Spieler leisten kann, alles aufbauen. Spieler aufbauen, neue Spieler kaufen kann und auch noch Stadion müssen auch aufbauen, Heim- und Auswärtsblock, Heimblock, Auswärtsblock, Gästeblock, Ärztekammer, Trainingsgelände und alles Pipo, alles Sachen. Das eigentlich Grund alles aufbauen. Eigentlich Erzgebirge Aue leid das Kreis tut, finde ich eigentlich Zwangabstieg von dritte Liga zu Regionalliga. Das finde ich so. Das ist meine Meinung. Ich weiß, dass es extrem schwierig ist und schmerzhaft ist von Fans, das weiß ich. Aber müssen sein. Und das müssen alles wieder null aufbauen, der wieder oben mitspielen will. Viel Spaß von diesem Video. Kauft gerne mich. Ich habe einen YouTube-Kanal. Liebe Erzgebirge Aue, kannst gerne mich abonnieren. Mein Kanal heißt Fußballfreunde. Alle von dieser Welt mich abonnieren. Viel Spaß von diesem Video. Lieber Erzgebirge Aue.